So Leute, weiter geht's mit Gebull und mit Stargirl Lost Alpha. Ich lasse das Auto hier stehen. Wir sind hier in der Außenbereiche. Macht das keinen Sinn. So. Ey, so ist das. Was steht da? Tschernobyl steht da. So. Eine harte Wildschweine. Ich bin schneller. Oh ja, Grunzer. Sucht's doch. Ach, hier Banditen. Geht das mit echt zu spielen? Oh, Scheiße. Sind ganz aufgeregt. Die Bladies. Oh, jetzt leckt's. Das sind. Ey, nochmal, was soll denn das? Aber bitte lassen. Na. Spinnt er ja gerade ein bisschen. So. So, zum Wohnen. Ja, links oder so? Nee, andersrum. Auf der anderen Seite. 1, 2, Eingang 3. Hier. Und da ist es das Loch. Aber wo Loch? Meine Lampe ist leer. Ja. So. Mal ist dann, wir wollen ja schließlich raus. Ausgestorben. Also Fische. Mach die Tür gefällig zu. Na komm, so dunkel ist es ja nicht. Oh, halt bloß die Fresse. Was hast du noch eine andere Waffe oder was du vorher? Handel ist Wandel. Naja, was ist Handel? Das ist ja bloß nehmen, seliger denn geben. Ne, geben ist seliger denn nehmen. Naja, warte mal, bei der sieht es auch langsam ein bisschen dünner aus. So. Ach, guck mal, jetzt hat er einen. 12.000 würde er dafür haben. Na, kauf geschissen. Wie heißt das? Ach, hier, das will ich auch noch haben. Wir sind jetzt bei 54.000, dann haben wir noch 100.000 in der Hinterhand. Ach so, was war das? Ein 44er und 45er. 44er, brauchen wir auch 44er Munition dazu. Ja, nehmen wir mal ein paar Schuss hier. 36, 54. Nur, dass wir die Knarre wenigstens aufladen können. So. Okay, ach so, haben wir was zu verkaufen? Ja. Ach ja, komm mit damit. Das war. Ach stimmt, Schalen, Wunden plus 1. Weg damit. Oder warte mal, wir heben mal von jedem 1 auf. Ne? So. Und jeden 1 aufheben. So. Alt 1 habe ich gesagt, aufheben. So, hier. So, da haben wir nur 1. Wo davon haben wir? Das ist ein Arschvoll. Davon können wir noch 1 wegtun. Davon können wir 1 wegtun. Davon können wir 1 wegtun. Die sind ja im Dings, im Gepäck. Ne? Das sind bloß noch die Hälfte. Ach, warte mal, hier haben wir noch eine Pistole. Wo kommen die her? Rattenfleisch kannst du auch. Kannst du auch kriechen. Kauft er ja nicht ab hier. Ach, hast du Granaten?
Gib mir die Granate hier her. Ich habe ja keine Granaten mehr. Hier, das Dreck, den Dreck kannst du auch noch kriegen. Hier, Wodka kannst du kriegen. Aber wäsch die Scheiße. Die ist mit Wasser aus, haben wir 18. Hier, ein paar Fernrohre kannst du kriegen. Stulle kannst du alle kriegen, gell? Die Waffen, die wir benutzen, haben wir mit Fernrohr ausgerüstet. Okay, kannst du alle kriegen. Weg die Scheiße hier. Hier, Masken. Ja, ich muss mal das Zeug ein bisschen... Ach, hier. Hier haben wir auch noch welche. Das wollen wir einen kriegen. Da haben wir schon... Dut. Hier. 2,5 bezahlt er für das Ding. Und dann haben wir auch Munition dafür. Ja. Hier kannst du auch haben. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Na hier, die Hufe kann ich noch verkaufen. 1,8, Controllerfuß. Handel. So. Na gut. Bis bald, du. Ach, dort noch hast du einen Auftrag? Nee. Solche Aufträge sind nicht, zumindest nicht jetzt. So. Okay. Da ist wieder im Dunkeln hier, der Baronin. Mann. So, ich danke dir, Gezeichneter. Die Wächter schulden dir was. Bin froh, dass ich helfen konnte, General. Aber was sind das für Erdbeben in letzter Zeit? Ah, wo du gerade erwähnst, sie werden verursacht durch ein altes experimentelles Erdbebengerät. Alt. Ach so. Klein geschrieben. Alt, aber eine Massenvernichtungswaffe. Gab vorher nie Probleme, aber seit wir hier sind, wird es immer schlimmer. Die Freiheitler haben es natürlich auch bemerkt und beschuldigen uns dafür. Natürlich waren wir das nicht. Dann sollten wir es für das Wohl aller abstellen. Wo befindet sich das Ding? Ein Lator nahe des alten Wasserdamms. Ich hatte schon Truppen losgeschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich werde nach ihnen Ausschau halten. Es wird immer schlimmer und wer weiß, wie lange die Gebäude das noch mitmachen. Ja, geht und schlaft halt in Zelten. Ja. Okay. Oh, da hat die Tür, weiß Gott, wieder zugemacht. Kann doch nicht leiden, wenn die Tür aufsteht. Na gut, ich bin höflich. So. Okay. Wohin müssen wir? Wir müssen... Na hier, durchs Gebiet von der Freiheitler. Oben an die Fabrik. Oder wir gehen auf die Straße. Ich renne zur Straße. Die ist ja gleich hier. Hier. So. Renne rauf. Bis zum ersten Abzweig. Also nicht den hier, da oben den. Ersten. Gehen wir bei der Freiheit vorbei. Lass mir meinen Anzug reparieren. Und die Waffen. Vom Geizhals. Da bin ich ja richtig. Ja, noch ein Stickel. Für solche blöden Geräusche zu machen. Spoiler. Ja, da vorne. Mumpelmäßig sind wir ja gut aufgestellt, jetzt hier. Ja, stehen Lenin. Wladimir Iljitsch Lenin. Moment mal, hieß das nicht auch, wann möchte ich mit Geiz treffen? Na egal. Da hängt nämlich da hinten, unten hängt nämlich der Geiz drin. Gut, stellen wir erstmal das Erdbebenteil ab.
ist irgendwie nie im BDA gelandet. Das trifft sich mit Guide. Ach, ist X7 soll man diesmal gehen. Warte mal, nee, nicht hier rein. Hier hinten lang. Und dann ist er. Wo? Hier glaube ich auch schon, wo ist er da? Ne, hier. Der Geizholz. Da steht er doch schon. Der Herr Geizholz. Ha. Hallo Geizholz. Du alter Rübe. Reparierst du Dinger? Ja, mach das mal hier. So. Ja, okay, da nicht. Das nicht. Großer. Ach, wir haben noch eine G36 gekriegt. Nee, die reparieren wir nicht. Die richten wir auch nicht her. Eine SIG. SIG Sauer. Weil die Beretta, die hat ein bisschen gelitten. Ist heute nicht. G36. Hier, das hat gelitten. Der Heckler Koch. MP5. Die G36. Ja. Noch ein bisschen Geld. Ja, 125. So. Die Lee Enfield. Auch der See war in Zürich, da hat er ganz schlimm gelitten. Wir müssen doch mal wieder ein bisschen Zeug aufsammeln und verkaufen. Wir haben bis noch 90.000. Ach, plus 5 Schusswunden. Naja, so, verlassen. Hast du auch was zum Handeln? Ach guck, der hat auch ein bisschen was zu handeln. Ach, jetzt 3 bezahlt er. Jetzt habe ich hier 4 Kanister Sprit. Schöner Scheiß. Ach, ich bin halt beim Überlegen. Ob ich... Was habe ich denn zur Zeit an, sag mal? Gar nichts habe ich an. Ob ich den hier den Quarkfroschanzug verkaufe. Was will ich damit? Komm, Quarkfrosch geht weg. Ja. Ah, da hat nochmal Munition hier. Will ich natürlich haben. Ach hier, fällt mir gerade was ein, hier. Da ist schon noch 8.000 Rubel, gell? 16. Ne, da habe ich eigentlich genug von der. Ach guck, der hat die Tiefernrohre. Ach nein, Granate, die will ich noch haben. Wasser haben wir genug. Handel ist Wandel. Ach warte mal, ich will gleich, kann ich gleich mal was gucken. Bis bald. So, genau. Zieh mal einen Seba an hier. Mehr wie den Seba und die Dings brauchen wir nicht. Ach Quatsch, hier rauf. Und dieses Teil hier oben drauf. Ach, unten drunter. Ja. Oh. Oh, erstaunlich gute. Warte mal, wie viele Fenster? 5 Fenster. Naja, das sind 3 Fenster. Okay. Ja. Naja, ich weiß auch nicht. Ich lasse mal drinnen, aber ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Ach, hat auch schon Dings drinnen. Bessere Position.
Ja, ich müsste hier eins von den Artefakten runternehmen. Blutung. Na hier, die könnte ich zum Beispiel runternehmen. Da haben wir ja trotzdem noch 25, minus 25 Strahlung. Und dafür mal. Was? Warum geht das nicht rauf? Ach, sag bloß, da will zwei Dinger haben hier. Weiß Gott, da will zwei Backe, zwei Dinger haben hier. Ne, gefällt mir nicht. Ich lieber hier eins runter. Ja, ich jetzt den Tropfen habe ich weggetan, gell? Und wo ist es hin? Und dann sind das bloß 18 Schuss, die er rauflegt. Na, das ist ja lustig. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? So. Hier runter. Na ne, da gehen wir zur Straße. Und sieht das schon dann bei aus. Sieht ja nicht nötig, dass die ganze Zeit an ist. Das tut ja nicht Not. Wo gehen wir jetzt? Nein, ins X7. Ne, hier nicht lang, oder? Da vorne erst. Geronimo. Nächste rechts abbiegen. Gibt es keinen rechts abgehend. Auch nur noch ganz schön hin. Na, gucken wir mal, was hier lauert. Was liegt hier auf der Lauer, Herr Bauer? Hier auch schon, wo muss ich jetzt rechts abgehen? Ach, unten. Im Tal. Ach, hier, blödes Fleisch. Rutscht mir ein Buckel runter. Ja, ja. Wildschweine, kennt mich mal. Die rammeln nur weiß Gott hinterher. Blöden Viechster. Da hat den Braten gerochen mit der Anomalie. Schade, ich dachte, dann gibt's Gulasch. Na okay, dann halt nicht. Dann gibt's halt kein Gulasch. Die rammelt da einfach durch, ne? Gut, dann lassen wir das. Oh, Feind! Ich muss euch leider erschießen, weil hier Feind ist. Blödes Ködervieh, blödes. Wegen euch habe ich mich verraten hier. Dämischen Köder. Ich dachte, die explodieren uns hier rein rammeln. Aber nee. Da rammeln sie einfach durch. Na gut. Erstmal den. Da haben wir nicht gern gekackt, du Vogel. Mach dich in dein Loch rein.
komme noch früh genug zu dir. Da steht einer da oben. Ich hab dir das schon gesagt. Die haben so ins Gehirn gekackt oder was. Aber die klopst mir ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich die G36 haben will. Ich nehme lieber meine 7er. Besseres Visier. Was? Wieso habe ich eine Reihe von den Dingern? Du denkst, du bist besonders schlau, weil du da hinten stehst, wa? Erstmal kommst du schon raus, du Arsch. So raus. Also Monolith. Irgendwie hat dir der Monolith gefallen. Oder gefällt es dir bei Monolith? Ja, wieso hab ich hier 3G36? Das auf Genauigkeit? Hä? Hä? Ist der anders? Nö, im gleich. Torbreite. Torbreite. Und der letzte. Torbreite. Alles selbes. Wo hab ich die? Ein totales Rätsel, wo die G36 herkommt, gell? Verkauf die G36. Ja, ist keine schlechte Waffe, aber muss man sie haben? Nee, man muss sie nicht unbedingt haben. Hier liegt denn die eine Granate nicht hier mit hier drauf? Was soll denn der Quatsch? Du denkst, da hast nichts mehr? Dann liegen sie irgendwo anders. Wo ist denn eigentlich der Psi? Ach ja, der zweite Psi-Helm. Gehen wir den mal die Pistole raus. Drücken F5. Und gehen wir hier rein. Und eh wieder gruselig in der Bude. Ach so, wir müssen ja wieder looten, gell? Wenn wir Geld brauchen. Ach, wo liegen ja die ganzen Waffen? Warum kuschelt denn der hier denn so? Hä? Liegen sie da und kuscheln? Man könnte ja euren Sex nicht woanders haben als mitten im Eingangstor. Ich glaube, einer steht hier oben. Und ein paar sind hier in den Hütten drin. Mal sehen, was auf mich ballert. Ist da gerade auf dem Klo oder was? Da hat sich auch gehockt. Das sah aus, wenn der auf dem Klo sitzt. Irgendwann gibt's die schon noch. Ja, schießt hier auf mich. Ja, was ist mit mir? Ja, Schwein habt ihr gar nichts. Was?
ist hier. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, einer ist hierher gegangen. Da ist immer noch so ein kleines Schweinchen irgendwo. Ach, da ist die Flinte. Die habe ich schon gelootet, gell? Wo ist das letzte Schwein? Verdammte. Da kam schneller als erwartet, der Mistvogel hier. Das könnte der letzte gewesen sein. Ah, hier, wir hatten hier, was sie in ihrer Kiste versteckt hatten. Geht die auf? Ne. Ich muss mal hier wieder von der Pistolenmunition ein bisschen was rauf tun. Wo war die jetzt? Halt, eins reicht. Und dann noch hier. Okay. Da ist das kleine Schweinchen hier gelootet? Ja. Den hatte ich noch nicht gelootet. Weil mir das kleine Schweinchen dazwischen kam. So. Müssten sie jetzt alle gewesen sein. Schweinepriester. Hier gibt's nichts. Sieht nicht so aus, als ob hier unten was wäre. Ne? So. Ach, hier vorne geht's rein. Da will ich nicht hin. Hier auch noch nicht drin. Auch unter anderen Boot waren wir ja auch noch nicht. Nichts. Ja, durch den Hund hätte ich durch mal was hertun können. Ne, hier gibt's gar nichts. Ja, warte mal, gucken wir mal, die Boote, da haben wir schließlich zwei drin gewohnt. Ach, hier habe ich auch einen erwischt. Stimmt ja. Da hatte ich ja auch einen weggebatscht. So. Ihr wohnt hier, also werdet ihr wohl irgendwas hier hergelegt haben. Im Schrank, nichts. Na, glaubt mir das denn? Die haben nichts hergetan. Geizige Schweine. Na gut. Dann nicht. So, X7. Sollen wir da überhaupt machen? Das ist garantiert wieder absolut gruselig da drin. Mir gruselt es jetzt schon. Was steht im BTA? Da steht irgendwas im BTA. Hä? Ach, Artefakte. Die Schnecke. Ach, Schnecke heißt das Ding, ich dachte nur Ball. Schreibt doch sehr spät, nein. War eines der ersten Artefakte, die ich gefunden habe. So, puh. Mir gruselt es jetzt schon, aber es bleibt. Ach halt, warte mal. Die ist aus mit Taschenlampe. Leer. Na gut. Moment, ist die leer? Ja, ist leer. Neue Batterie einlegen. Licht an. Ist ja schon was. Kamas. Ah, hier geht ins andere Gebiet rein. Ja, mir gruselt es schon wieder vor diesen X7. Könnte das da der Bunker mit der KI sein? Ach ja. Das ist der Bunker mit der KI. Das kann ja heiter werden. So. Wenn ich nur noch wüsste, wo das jetzt war. Oder wie.
davon ist die KI. Ich sag da einfach die Waffe. So renne ich einfach los und ignoriert den Arsch. So, überwinde das Sicherheitssystem. Na geil, schalte die Generator aus. Das ist hier sau verwirrend. Checking security camera. You! What? Oh my god, you look like me. What the hell? Nee, hier geht's nicht lang, oder? Ach, das war so verwirrend hier drin. Ach, hier geht's nicht lang. Na geil. Moin. Da ist nämlich sehr gefährlich, der Kollege. Gibt's hier schon was zu holen? Ne, berühren darf er uns nicht. Geh weg. Geh weg, ich will nicht mit dir spielen. Das sieht richtig aus. Ja, das kommt mir bekannt vor hier mit dem Wasser. Wir müssen das Scheißding ausschalten. Und irgendwo geht's Treppen hoch. Irgendwo geht's Treppen hoch. Scheiße, ich weiß nicht mal, wo das war. Ich habe keine Ahnung, wo das gewesen ist. Ich weiß bloß noch, dass irgendwo Treppen hochging, die wo du nicht oben ankamst. Ne, da geht es auf keinen Fall lang. Das sieht aber nicht alles nicht so aus, wie ich das kenne. Und die ganze Zeit ist dieses scheiß Sicherheitssystem auf den Fersen. Oh Gott. Hab ich nicht geahnt. Falsch. Gut, aber das Artefakt kann man trotzdem mitnehmen. Ich will immer hier die Da wartet da hinten. Da verfolgt mich zur Zeit nicht. Jetzt bin ich, war ich hier schon drin. Du warst doch gerade drin, oder? Ja. Oder? Ach, ich hasse das. Die verwirrenden Gänge. Jetzt, aber nicht jetzt alles stoß. Da schießt nämlich mit solchen komischen, mit irgendwelchen komischen Dingern davor. War ja irgendwo ein Abzweig. Doch hier lang.
schräg. Hier war doch noch so ein nach links oder rechts ein Abzweig. Und hier geht's ja auch nicht weiter. Ne, hier ist nichts. Oh Gott. Stunden später. Nee. Da ging irgendwo gegen Treppen. Hier war ich jetzt gerade rausgekommen. Irgendwo gingen Treppen hoch. Ich wundere, dass das Sicherheitssystem mich nicht verfolgt. Hier stand da drin, hier vorne sind wir reingekommen. Oh, hier ist er. Hier ist er, der Kollege. Also war es da, wo der jetzt herkommt, in die Richtung müssen wir auf jeden Fall. Jetzt kommt er uns entgegen. Pseudo-Vieh. So, und hat mich erwischt. Also nochmal das Spiel von vorne. Wir waren, glaube ich, in der richtigen Richtung. Ich kann mich nur noch an eine Treppe erinnern, die hochging, drei Stufen, Stückchen vor und dann gleich wieder runter. Und dann war links irgendwie... Was? Wieso bin ich hier? Warte mal. Ich habe mich schon gewundert, ich mach doch mal Autosave hier. Wie lange soll ich denn jetzt noch rumballern oder was? Hat er wieder das Quicksave genommen. Und dann waren da links irgendwie ein paar Treppen. Ja. Überwindet das Sicherheitssystem. So. Mit ihm diskutiere ich jetzt auch gar nicht rum. Checking security cameras. Wi-Fi signal to control room running at 5 terabytes. So all links rum. Functioning at 99.3% efficiency. Ja, ja. Defense grid version 2.0156. Da ist schon wieder hinter mir her. Und jetzt wieder. Ich sehe nicht mehr. Da ist das Sicherheitssystem, das killt mich jetzt. Ach. Fucking shit. Bin ich denn hier? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ne, hier ist nicht richtig. Da schießt nämlich auf einen. Da bleibt auf immer stehen. Und dann schießt er. Jetzt haben wir hier auch noch irgendwelche Köder auf dem Hals. So, den hatte ich erwischt. Also, again. Das kann jetzt eine Weile dauern. Das Radio darf ich nicht ausmachen. Da kommen die Köder. So. Naja. Geradeaus. Checking security cameras. Wi-Fi signal to control room running at 5 terabytes. Hollow matrix functioning at 99.3% efficiency. Defense grid version 2.0156. Running system diagnostics. So. Hier.
Gibt's keine Treppe? Ach, warte mal hier. Nee, verschissener Kontrollraum. Oh, jetzt ist er hier. Yeah, weg hier. Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Du bist scheiße. Du stinkst. Und dieses Gebimmel kann ich mich halt auch noch erinnern von diesem Ding hier. Das geht nicht auf. Da geht's nicht nirgendwo lang. Oh, das finde ich nie wieder. Ich glaube, das mache ich offscreen, Leute. Ich glaube, hier sterbe ich 100 Mal. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Nee, warte mal. Dann auf. Aber hier keine Abzweige. Doch, hier haben wir so einen komischen Abzweig. Ach ne, so ist das ein scheiß Kontrollraum. Hau ab, Alter. Ich will nicht, mag nicht mit dir spielen. Ach, hier. Hier geht's in die Treppe rauf. Na, was ist denn? Komm, geh rauf. Und auf der anderen Seite runter. Ja, das ist glaube ich richtig. Das ist glaube ich richtig. Ich drück mal F5. So, und jetzt müssen wir den Kontrollraum suchen. Und hier ist er hier. Und hier war wieder bloß eine Treppe. Und hier auch. Dann nehmen wir die hier. Sieht irgendwie, das sieht so aus. An manchen waren halt bloß irgendwie eine Tür, die zu war, die, das ist die zu, und jetzt, ach, jetzt bin ich tot. Hat er mich erwischt, der Misthund, ne? Noch nicht? Hau ab, du Vogel. Geh weg, du Vogel! Ja, geh du dann auf, ich geh runter. Der schießt nämlich mit solchen komischen Dingern hier. Was ist die Treppe? Na komm, spring. Ach Mann, da geh doch mal rauf, du Blöde hier. Das haben sie total beschissen gemacht hier. Fies. Richtig fies. Nee. Hier geht's auch nicht und du siehst nichts. Geh weg, geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Ich will nicht mit dir spielen. Geh doch weg. Nein. Ach, jetzt macht er mich nacksch. Jetzt muss er sich erstmal ausruhen, aber ich komme ja hier nicht mehr weg. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Laden. Das Glied schläft. Laden. Die zwei Treppen waren es nicht, da muss es doch was anderes gewesen sein. Was? Ja, von hier bin ich ja gekommen. Bin ich ja hier runter. Stehe wieder auf. So. Hau ab, du Arsch. Vielleicht hier lang. Hier lang. Oh, halt. Nicht gut aus. Ach, jetzt habe ich mich. Jetzt bin ich wieder hier, na geil. Und da kommt auch schon wieder davor. Oh, du Arschgesicht.
bleibt hinten stehen, aber es genau, ich komme hier nicht raus. Ja, jetzt. Na, geh doch. Komm, spring, das sieht doch noch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Red mit Voronin. Und den Scheiß abgestellt. So, jetzt ist das Sicherheitssystem auch weg. Jetzt ist das Sicherheitssystem auch weg. Ich wusste, es ging über eine von diesen rauf, Stückchen vor, wieder runter, Treppen. Hier irgendwas zu holen. Nicht so aus. Nur altes Getrümpel hier. Aber das ist böse, wenn ihr die ganze Zeit so ein Ding jagt, gell? So ein Sicherheitssystem. So. Rechts, hä? Ja, genau, hier an dem Ding vorbei, hier an diesen gelben Strichen vorbei. Links. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, ich glaube rechts, links. Nee, hier sind bloß Labore und geschlossene Gesellschaft. Jetzt muss man die Treppen wiederfinden, die bergauf, bergrunter gehen. War das die hier? Ne, die gehen bloß bergauf. Bergauf. Das geht auch bis bergauf, also irgendwo anders. Nur meine Kiste, die nicht kaputt geht. Nee, die gehen ja bis bergauf hier. Ach, oder nee, oder? Nein, nee, hier gehen sie bergrunter, genau. Hier ist immer richtig. Hoffe ich. Hofft man. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Hier irgendwas zu holen? Ne. Wieder rausfinde. Hey, come and get me. Lass mich in Ruhe, du bist tot. Ach, kommt ja nicht auch noch der Dings hier, der hier in der Bar die Leute aufgemischt hat. Ich glaube, den begegnen wir auch noch, dem Vogel. Na genau. Da ist er ja. Und den Kopf so wackelt hier. Deswegen hat er alles gesagt, komm und get me. Oh, zumindest wissen wir, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ach, es ist ja noch so ein scheiß Büro oder sowas. Bevor wir rauskommen. Was haben sie jetzt, die sich jetzt beschmissen? War es jetzt geradeaus oder war das jetzt links?
Nichts größer links. Ja, hier ist das Dudelradio. Kommt das nur vor, so eine Lampe aus. Ne, das kommt mir nur so vor. Oh, warte mal, ich kann sie trotzdem mal aufladen. Die singen ihr Nazi-Lieder. Am Adolf-Hitler-Platz die junge deutsche Eiche träumt von Vergangenheit und neuer Zeit. Sie träumt von Am Adolf-Hitler-Platz die deutsche Eiche. Die Jugend träumt von Vergangenheit. Ach, nicht von irgendwas, sondern von irgendwelchen Scheiß hier. Glaubst du ja wohl nicht. Steckt doch jetzt beim Vorbeigehen. Sag, das klingt nicht, was ist denn hier los? Du hast das Bedürfnis aufzustehen, du auch. Dann sind wir gegen den Kollege. Ich sag, hier ist auch noch irgendwo ein Bohrer. Haben wir da noch Pfote, du Mistvieh. Scheiß Wissenschaftler. Stindl. Na, hier irgendwo ist er schon. Da Mistvogel. Ich tue hier lang. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, doch. Hier sind wir am Ausgang. Ich wundere, hier ist der Dings drin gewesen. Das Sicherheitssystem. So, hier ist der Ausgang. Ach, raus aus der Hornsche. Ist das der Ausgang? Rein ging es immer schöner. Und das ist der Ausgang, ja. Oh, da singt die Nazi-Lieder. Na, ich glaub doch, ich spinne. Ich dachte, wir sind mit dem nächsten Russland. Ach nee, wir sind ja in der Ukraine. Nicht mal irgendwas in der Richtung wie schwarzbraun ist die Haselnuss oder so, weißt du? Nee. Am Adolf-Hitler-Platz, da träumt die Jugend von einer besseren Zukunft, na prima. So, wohin zum Moronin, ja? Na komm, da laufen wir uns die Straße vor. Ignorieren die blöden Hunde. Da schaffen wir es noch bis zum Moronin, bevor der Port voll ist. Gerade diese scheiß Drecksnazis. Wie gesagt, wenn sie irgendwelche alten deutschen Volkslieder gesungen hätten, hätte ich ja noch gesagt, okay. Ist halt so, oh ja, sicher Dreck, sicher Nazi-Dreck. Da könnte ich echt Knatz schwören, gell? Nazi-Geschmeiß. Aber so ist das, gell? Wenn die Bomben nicht mehr fallen, dauert es nicht lange, bis es die Leute vergessen haben, wie es war, wo die Bomben gefallen sind. Ist immer so. Und dann denken sie sich, na, wir könnten ja eigentlich mal noch stärkere Bomben bauen. Und dann bauen sie sie auch. Meine, wir müssen hier lang.
Nee, ich meine, wir sind hier verkehrt. Hallo Katze. Nur mal eine Frage, Katze. Kannst du so schnell rennen wie meine Kugeln fliegen? Wenn ja, können wir das jetzt gleich ausprobieren. Oh, die kann so schnell rennen wie meine Kugeln fliegen. Guckt euch das an. Das Katzenvieh ist. Hey, was ist jetzt? Nimm doch immer Holzkolladen raus. Katze, wo bist du? Dreckskatze. Oh, ich glaube, da gab es Katzengulasch gerade. Na gut. Keine Katze, nur Katzengulasch. Lecker. Lecker zum Abendbrot. Ich war da wohl eine Straße zu. Das sieht noch Artefakt aus. Moment. Wenn es uns schon einmal offen, was ein Tierteller hingelegt wird. Das Artefakt. Diesen Schimmer, den man jetzt gerade gesehen hat beim Artefakt, das sieht man halt in der Nacht besser. Ja? Auch der Anomalien hier und so. Ja? Das sieht man halt nachts alles ein bisschen besser. Das sieht man aber auch schon aus der Entfernung. Ich habe mal gehofft, dass hier irgendwo eins noch liegt. Ein Artefakt. Das sieht man auch schon aus der Entfernung der Artefakte. Ne, hier haben wir gerade keine Entfernung und kein Artefakt. Na egal. Gehen wir mal zum Urinieren. Man muss ja hier irgendwo rumgeistern. Und noch einen Eingang weiter. Mann, das der Tiefbude hat mehr Löcher. Wie ein schwarzer Käse. Als Maus. Da kommt wenigstens was Russisches. Nicht irgendwelcher Nazi-Scheiß hier. Ach! Das hat er der FN 2000. Hat er jetzt, stimmt, die gibt es ja auch noch. Und die war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Was hatten die für ein Schadensmodell? Ja, besser wie der Dings. Kaufen wir uns. Ich habe ja auch wieder was zu verkaufen. Ja. Hier, was soll denn der Scheiß hier? Was soll ich mit dem Rotz? So. Die hatten wir schon alle hier, was weiß ich. Ach, die mache ich sowieso nicht wieder rein. Die können weg, die Dinger. Ach, hier Pistolen. Ach, und da bezahlt jetzt beschissen hier, gell? Der Kollege. Oder ich will die ja so. Bis bald. Nee, ich handel. Oder warte mal, gib mir mal die Dings her, die FN. Und noch ein bisschen Munition. Munition hiervon. Und die gelbe. Ach hier. Wie haben wir davon jetzt? Ja. 700 Schuss und von der normalen, ja, das reicht, normal reicht, aber das kann man noch mitnehmen. Wandel ist Wandel. So. Okay, bis bald, du Halsabschneider, genauso schlimm wie der Dings hier. So. Gezeichnete, ich kann dir gar nicht genug danken. Ein möglicher Konflikt mit der Freiheit wurde vermieden. Jetzt können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Gern geschehen, General. Jetzt trifft dich mit Guide. Als Dankeschön werde ich unserer Mechaniker sagen, dass du ab heute Vergünstigungen bekommst. Außerdem hat jemand eine Nachricht für dich hinterlassen, als du weg warst. Man will dich bei der alten Kirche treffen. Eine Nachricht? Nun, danke General. Dann werde ich mir das mal angehen, was da jetzt wieder los ist.
So. Okay. So geht da Leuten zu. So. Leute. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen, trotz meiner Irrungen und Verwirrungen. Ja. Wenn ja, dann hinterlasst ein Like bzw. einen Kommentar, würde ich mich wirklich drüber freuen. Ich sage das nicht nur, es ist wirklich so. Yeah. Ich sage an der Stelle mal Tschüss und weg, euer Sheratan.